Hallo und herzlich willkommen zu Dreamscapes 2 Nightmares Higher. Weiter geht's. Yo, wir müssen Timmy aus dem Sumpf retten. Ich weiß noch nicht wie. Da müssen wir mal gucken. Irgendwas hat's gefaselt von wegen, wenn wir das Seil irgendwie losmachen. Das Seil sieht wie es da an das Ding angebunden aus. So, aber das ist, das geht doch hier noch weiter. Geht's in die Mühle rein, das Seil? Ist das die Frage? Nee, tut's nicht. So, wir brauchen auch noch einen Nagel. Wir haben noch nicht einen Nagel. Den habe ich nicht, auch noch nicht gefunden. Der könnte irgendwo ganz fies versteckt sein. Warte mal. Nee, das ist kein Nagel hier. Das ist, was? Das Sensor? Ah ja, so, das ist festgeschraubt. Aber das bricht doch hier bald ab hier. Das ist doch so kaputt hier. Also brauchen wir einen Schraubendreher. Oder so was. Gut, okay. Wo ist der letzte Nagel? Das ist die große Preisfrage. Ist hier noch irgendwas? Nee. Aber man kann es noch anklicken. Das ist der Witz halt bei der ganzen Sache, ne? Hm. Wollen wir mal im Bild gucken, ob man hier irgendwas übersieht oder nicht sieht. Aha. Da können wir noch einen Nagel. Okay, das war gemein. Ja, stark. Okay, ich muss das allerdings mit irgendwas abschneiden. Ja, mit der Sense, aber die kriegt man nicht weg, ja. Gut, jetzt können wir die Leiter reparieren, für was die auch immer gut ist. Ah, wahrscheinlich, um da hochzukommen. So, komm her. Bretter. Jawohl. Nägel. Jawohl. Jetzt sind sie alle gerade. Naja, fast, aber okay. Und Hämmerchen. So. Das eine Brett hätten wir auch wegmachen können. Da hätten wir doch auch einen Nagel gehabt, ne? Hm. So. Wobei Bretter, das sind ja eigentlich nur Dachlettle gewesen, wenn man so will. So, jetzt nehmen wir mal unsere Leiter hier. Ach, die hat auch Haken da oben. Ja gut, das ist gut. Das haben wir aber schräg zusammengeschustert, die Leiter. Okay. Jetzt kommen wir hier hoch, oder? Ah. Und da ist ein Brecheisen natürlich. So, da ist noch ein Eugli. Und ja, da hat sich Material angeschwemmt, deswegen ist das Ganze hier verstopft, alles klar. Nehmen wir mal das brechende Eisen mit. Bitte sehr, das Wasser fließt nicht, weil die Rinne mit Mehl verstopft ist. Das ist kein Müll, das ist Reisig. Und das kannst du jetzt nicht einfach wegmachen mit den Händen oder so. Ich muss, ja, ja, aber, oh Mann, er braucht wahrscheinlich wieder irgendwas dazu. Ich hätte es jetzt einfach mit den Händen rausgenommen, hier das Zeug, aber egal. So, jetzt können wir mit dem Brecheisen die Kiste hier aufstemmen. So. Zack. Ah, er wieder. Was ist mit dir los? Der ist immer drollig, der Kleine. So, da ist ein Stift drin. Nee, ein Schäufelchen, okay. Und hier noch, was ist denn das hier? Ach, ein Schraubendreher. Und eher eine Zeichnung. Ich hatte schon immer Angst vor dem Wasser und kann heute noch nicht schwimmen. Als Kind hatte ich einen lebhaften Traum. Ich ertrank in einem Sumpf. Ich erwachte in kaltem Schweiß gebadet und war bis zum Morgen regellos. Ah, drum hat er das benutzt hier, dieser böse Sandmann. Sein Traum. Bibliothekar. Ja, hier liegt ja auch überall hier so Stroh, Heu rum hier. So, und jetzt können wir wahrscheinlich die Sense losschrauben. Ja, und jetzt sagt mir, dass es ein Kreuzschlitz ist, ne? Aber das ist ein Schlitzdreher. So. Quietsch, quietsch. Weg damit. Achtung, die ist scharf. Also, jetzt hätten wir gekommen, das ist scharf. So. Ich hätte die auch so nehmen können mit dem kaputten Dings, aber egal. Jetzt können wir natürlich das Seil durchschnibbeln. Oder vorher erstmal hier das Wasserrad wieder mobil machen. Schaufel. Ja, läuft doch. Das hätte ich auch mit bloßen Händen geschafft. So. Ja, das Draht dreht sich. Ja, okay. Ja, und was bringt uns das jetzt, dass die Mühle funktioniert? Aber okay, da gucken wir gleich nach. So, wo kann ich denn jetzt... Ach, ich muss wieder hier ranzoomen und muss das hier rausschneiden, ne?
Oh, Ritscheratsche. Jetzt ist aber noch nicht durch hier. Ah doch, jetzt ist es kaputt. Aha. Das wickeln wir hier. Aha, aha, aha. Sehr interessant. Dass das Rad den rauszieht. Und jetzt muss ich es wahrscheinlich da noch los. Es hätte sich schon lange jetzt losreißen müssen, das Ganze. So. Ja, natürlich. Das ist eine ganz elegante Art, ne? So, da ist er doch jetzt gerettet. Thanks for saving me again. The Sandman is using my fears to break my will. Please help me wake up. I don't want to become his slave. Das wirst du nicht. Wir werden es schaffen auf jeden Fall. Und weg ist er. Und da ist wieder eine Münze. Ein Frosch. So. Was? Ach, wir sind jetzt schon wieder fertig damit. Okay. Wie wundervoll. Aber jetzt ist nicht die Zeit, dies zu genießen. Wenn der Sandmann seinen Plan verwirklichen kann, sind wir alle in schrecklicher Gefahr. So, aber man kommt ja auch nicht mehr zurück zu den Orten. Die werden dann jetzt schön dargestellt oder sonst sowas. So, jetzt, aha, das war vorher nicht hier mit dem Wasser hier, ne? So, können wir jetzt hier nochmal hin? Können wir, aber das bringt uns nichts. Da können wir noch ranzoomen, aber es bringt uns auch nichts. Wir kommen ja auch gleich wieder raus hier, okay. Gut, der Bereich ist dann eigentlich abgeschlossen. Was ist denn eigentlich hier an der Treppe? Das sieht aus wie so ein Lederteppich oder so. So, ich gehe mal zurück. Was haben wir jetzt eigentlich alles? Wir haben einen Teil der Sanduhr, dann der Medaillon-Teil, das haben wir schon ewig. Und die Taucherausrüstung. Gut. Dann gehen wir mal hier hin. Jetzt weiß ich halt nicht, wo man hier weiterkommt. Jetzt will ich mal gucken. Ja, es sieht mir nur so trostlos wie vorher. Ja, okay. Irgendwo müssen wir jetzt tauchen, oder? Also müssen wir den Strudel wieder aktivieren. Oder an der Boje vielleicht? Ja, nee. Wir probieren es mal hier, ob das da geht. Ohne den Strudel ist es hier zu seicht. Der Strudel ist wahrscheinlich der Eingang zu einem weiteren Albtraum. Okay. Also müssen wir den Strudel aktivieren. Ist ja lustig. Hm. Zu seicht. Witzig. Also wieder ein Stöpsel ziehen und jetzt können wir hier wahrscheinlich... Ja, ein Eingang zu einem von Teams Albträumen, aber ohne Tauchanzug könnte ich ja trinken. Ach so, ja. Hm. Luft anhalten bitte. So. So, wir kommen hier. Ah, wir sind jetzt auf dem Meeresboden. Drum. Ich habe jetzt gedacht, wir werden ja einfach irgendwo durchgesogen dann. Sammeln wir erst wieder die Viecher ein. Wie gesagt. So. Ja, in so einem Wasser wäre ich jetzt am liebsten auch. Ja, was ist das hier für eine Taucherkapsel oder was soll denn das sein? Taucherhelm? Eine Kapsel, okay. Da ist auch noch ein Eugli. Ach, das sind wieder neue Euglis, okay. Einer fehlt hier noch in dem Bild. Schauen wir gleich nochmal. Wir gucken nochmal hier im Gesamtbild. Das sind... Ah ja, gut, dann sammeln wir die auch erstmal ein. Es ist hier sehr dunkel. Okay, wir müssen das Innere vom Schiff beleuchten. Machen wir erstmal hier die ganzen Äugler einsammeln. So. Das hätten wir, aber im Vorbild waren noch welche. Oder eins. Ja, da fehlt noch eins. Was ist das hier? Aha, da haben wir dich doch schon. Da ist ein Dolch. Ach nein, der Dolch steckt sich in den Stein fest. Der kann nicht entfernt werden. Überhaupt nie. Ja, man muss die Steine bewegen, dass der Dolch freikommt. Okay, kann ja schon sein, aber ja. Ich glaube, bis er dran rumkneppen, vielleicht wird er dann rausgehen. Aber ja, der hat ja Nudelärmchen. So. Jetzt gucken wir uns hier diese Kapsel an. Was ist denn das hier? Ist das eine Heizung? Oder was soll das sein? Strom? Blitz?
Das ist doch, was soll das sein? Sieht aus wie eine Schweißmaschine, aber soweit ich weiß, braucht man zum Schweißen eine Elektrode. Ja, und unter Wasser funktioniert das normalerweise auch nicht, weil man da keinen Strom verwenden können. Es gibt schon Wasserschweißgeräte, aber ja. So, was ist das da vorne? Eine Luke. Sieht aus wie ein Griff. Wird offenbar verwendet, um die Tiefseetauchkapsel an Bord zu heben. Ach ja, echt jetzt? Ja, und was bringt mir das? Nix, weil wir nichts haben. Wird die nachher aus dem Wasser angeln oder so? Da haben wir ein Bullauge. Ach, jetzt ist er da drin gefangen. Vielleicht hat er mal geträumt, irgendwie in der Kapsel eingesperrt zu sein. Und ein Ring ist hier oben. So, was macht der Ring? Keine Ahnung. Ring die Ding die. Es ist Tim. Er ist kurz vor dem Ersticken. Ja, wir müssen denn die Kapsel aus dem Wasser holen. Ja, und warum? Warum das Schweißgerät? Ich weiß es nicht. Für was? Ich habe jetzt nur den blöden Ring. Aber ich weiß nicht für was. Kann ich den hier ein? Aber das geht ja nicht. Wahrscheinlich muss ich das hier aufschweißen, dass ich den Ring hier rein. Oder das könnte ich mir vorstellen, aber naja. Gut, wir gucken mal weiter. Gucken wir hinten mal am Schiff weiter. So, das sind kaputte Flaschen. Das ist ein Medaillon-Teil, okay. Was ist das hier? Dieser Gurt ist sehr strapazierfähig. Man kann ihn unmöglich zerreißen. Aber ich könnte ihn durchschneiden, wenn ich jetzt hier natürlich die Sense dabei hätte, ja. Geht jetzt nicht, ne? Super geil. Da ist noch so ein Stock. Baumetall oder so. Eisenstange, jawohl. Gut, da kommen wir also jetzt nicht weiter. Haben wir hier noch irgendwie was? Ja, was ist das? Es ist das Schweißgerätteil. Ja, das ist es praktisch der Anschluss. Elektrode. Was ist mit dem Tank hier? Das Gehäuse der Boje ist zersprungen. Egal, wenn ich den Riss schweiße oder das Wasser herauspumpe, kann ich sie verwenden. Okay. Also brauchen wir auch noch eine Pumpe. Und da ist ja auch noch eine Boje. Ja, aber die zählt nicht. Okay. So, ins Schiff kommen wir ohne Licht nicht rein. Schönes Schiff hier. Ja. Ich muss das Innere irgendwie beleuchten, vielleicht mit der Kugel. Das ist leider nicht ganz richtig. So, jetzt haben wir die Eisenstange, den Ring. Für was ist das gut? Ich glaube, wir müssen nochmal nach oben, wenn das geht. Aber ich glaube, das geht jetzt gar nicht. Ne, wir kommen ja gar nicht nach oben. Können wir hier noch was? Vielleicht können wir mit der Eisenstange natürlich die Felsen auseinanderdrücken. Ja, das geht mit dem Baustahl. So. Gut, jetzt haben wir den Dolch. Für was ist der Dolch gut? Weiß ich noch nicht. So, können wir da jetzt irgendwas machen? Wir können das anschließen hier. Wahrscheinlich funktioniert das Gerät jetzt auch wie aus Zauberhand. Ne, wir können das Gerät mitnehmen. Okay. Warte mal, können wir jetzt hier... Können wir mit dem Dolch vielleicht hier rumschnibbeln? Ne, das passt nicht. Okay. Gut, da müssen wir mal gucken, wie wir es machen. Was kann ich mit dem Dolch machen? So, wir gehen mal wieder zu der Boje hier hin und schweißen die jetzt einfach mal im Wasser. Ganz genau. Das funktioniert mit Akku, das Gerät natürlich. Vielleicht haben wir eine Befestigung, um sie irgendwo festzumachen. Vielleicht müssen wir die Befestigung einfach an der Hülle schweißen. Ja, das können wir natürlich. Hier ist ein Ring. Ach, da wollen wir eh das Loch zumachen. Okay, ist ja lustig. Jawohl, und ich sag's immer noch, das ist sowas von unlogisch, aber okay, es ist ein Spiel. Großartig, jetzt muss ich nur noch ein Kabel finden, mit dem ich die Boje am Tiefseetauchkapsel befestigen kann. Ja, natürlich reicht die eine Boje, um die Kapsel nach oben zu heben, wahrscheinlich, ne? So, Moment mal. Wo war denn jetzt das Seil? Das war hier. Das können wir doch jetzt mit dem Dolch durchsäbeln, oder? Jawohl. Was? Warum habe ich jetzt auf einmal die Boje? Ach, die war doch schon fest. Und die zweite Boje? Kann ich jetzt mit der Boje zusammen? Das funktioniert nicht. Das Wasserzeug, Boje. Aber in der Boje ist nicht genug Luft. In der anderen anscheinend schon. Also brauchen wir erstmal eine Pumpe. Können wir jetzt die eine Boje da schon mal festmachen?
Ah, okay, das geht. Fast geschafft. Ich brauche noch eine Boje, damit die Tiefseetauchkapsel an die Oberfläche steigt. Ach, da kommt ein Ballon dann raus. Ist ja lustig. Ist ja drollig. Gut, da müssen wir jetzt mal Licht hier. Vielleicht können wir mit dem Schweißgerät Licht erzeugen. Geht es? Ach, wir haben es schon gar nicht mehr. Ja, wo kriege ich jetzt Licht her? Das ist die große Preisfrage. Saarballon, ja gut, okay. Wir können da, wir haben ja nichts mehr. Wir haben nur unsere Wasserflasche, sage ich schon, unsere Luftflaschen. Damit könnten wir es doch befüllen. Aber ja, das ist ja gar nicht zur Auswahl. Habe ich das eine Plakette hier für den Wecker? Ja, habe ich. Okay. Deswegen leuchtet der. So, da fehlen noch 4. Na, wo kriege ich jetzt Licht her? Das ist die große Preisfrage. Leuchtet das Buch auch? Haben wir irgendeinen Eintrag nicht gelesen? Ach, das habe ich nicht gelesen. Die zweite Seite. Dann dachte ich darüber nach, wie man am besten aus dem Sumpf entkommen könnte. Meiner Meinung nach wäre ein Flaschensuch der beste Ansatz. Am Ende des Seils sollte man einen Ertrinkenden zuwerfen und das andere Ende um den Pfosten wickeln. Aus Sicht eines Physikers wäre das die einzig deutliche beste Lösung. Ja gut, wenn man zu schwach ist natürlich, ne? So. Das haben wir gelesen. Wenn man sich in eine Mücke oder eine Maus hineinversetzt, erscheint die Welt vollkommen anders. Alles, was größer ist als man selbst, möchte einen töten. Hm. Ah ja, genau, das war zu der Schrumpfgeschichte noch hier. Kennst du die Geschichte dieses Wissenschaftlers, der eine Schrumpfmaschine erfindet und versehentlich seine Kinder schrumpft? Genau darauf habe ich es bezogen. Den Titel habe ich so ähnlich genannt, nämlich: Wenn es eine derartige Maschine wirklich gäbe und man die Menschen klein und hilflos machen würde, würden sie die Natur dann anders wertschätzen? Naja, ich glaube nicht. So, das habe ich schon gelesen. Ein Beispiel: Wenn ich ein Urzeitmensch wäre, wie würde ich dann den Eingang zu meiner Höhle bewachen? Wie könnte ich jagen, ohne dabei mein Leben zu riskieren? Tja, in solchen Augenblicken bemerke ich nicht, was vor mir auf der Straße passiert. Ich habe bemerkt, dass all die fantastischen Geräte und Mechanismen in meinen Träumen durch eine seltsame Energiequelle betrieben werden, die meiste Zeit. Das haben wir schon gelesen, ja. So, das haben wir schon gelesen. Hä? Ach, das ist doppelt. Da haben sie gefuscht. Ich habe immer friedvolle Träume, aber heute geschah etwas, das meine Einstellung gegenüber Laura, ihren Geschichten über den Sandmann und ihre Ereignisse und ihre Erlebnisse im Koma verwandelte. Okay. Was haben wir da noch? Heute sah ich ihn, ich habe den Sandmann gesehen. Er erschien plötzlich und verschwand danach genauso schnell. Doch als ich ihn anblickte, konnte ich mich weder bewegen noch atmen. Er lähmte meinen Körper und unterwarf ihn seinem Willen. Hätte ich Laura doch nur früher Glauben geschenkt, doch noch mehr wünsche ich mir, ich hätte ihr nichts von meinem Traum erzählt. Sie war über alle Maßen erschüttert. Ich habe entschieden, dass es dies mein letzter Tagebucheintrag ist. Okay. Wir wollen, dass niemand erkennt, durchmessen. Was? Wir wollen die Zivilisation weit hinter uns lassen und gehen darin dahin, wo uns niemand kennt und uns nichts daran erinnert, was Laura durchmachen musste. Vielleicht in eine kleine Stadt ganz hoch droben in den Bergen. Ach so, so ist eigentlich der Plot, so hat es eigentlich angefangen, oder? Ja, und das ist ja hier durcheinander so ein bisschen. Also, hier sieht man es hier. Und naja. Gut, das war das. Ich wollte nur, weil das halt so gefunkelt hat die ganze Zeit. So, wo ist denn jetzt hier? Also ich habe doch diese blöde Kugel. Die leuchtet doch. Also, aber warum funktioniert das nicht? Oder warte mal, können wir da eine Lampe abschrauben an dem Gerät hier? Geht das? Nee. Ja, ich weiß, du bist hier drin.
Das lässt sich nicht abnehmen hier. Okay. Ah, Moment, was ist. Das war doch vorher noch nett. Was ist da? Eine Taschenlampe. Eine Druckluftflasche und eine Taschenlampe. Okay. Ballon, das ist eine Druckluftflasche, aber egal. Taschenlampe, ja. Zufällig ist hier eine Taschenlampe. Gut für uns. So, jetzt gehen wir mal ins Schiff rein. Ach, da ist ja auch unser Wimmelspiel. Also so arg lastig ist es jetzt nicht. Finde ich aber auch gut. Man muss halt ständig nur wimmel, 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 ja. So, jetzt was haben wir denn alles? Hier ein Seestand, der hängt hier. Buchstabe A, den habe ich auch schon gesehen. So, Münzen, da. Da liegt noch ein Teil einer Ritterrüstung, also ein Handschuh. Den brauchen wir sogar, okay. Ich mag diese Lattenhandschuhe. Finde ich geil. Mache ich ja auch hobbymäßig noch hier, so ein bisschen Mittelalter. So, Muschel. Muschel, Muschel, Muschel. Muschel, Muschel, finde ich gerade nicht. Schauen wir gleich danach. Ein Ring. Ring, 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 das Ding. Da ist der Ring. So, ein Schlüssel. Da. Hallo? Ah ja. So, war ein Schwert will er haben. Wo ist denn hier ein Schwert? Das ist eigentlich ein Säbel. Aber wir wollen es mal akzeptieren. Oder ein Krummschwert, naja. So, ein Buch. Liegt hier rum. Mit leeren Seiten. Eine Flasche. Die hier. Oder die hier. Die hier, okay. Harpune, ja, die ist da oben. Und jetzt diese Muschel. Wo ist denn die Muschel? Wo ist denn hier eine Muschel? Die sehe ich gerade nicht. Schönes Schild übrigens. So, wir gucken mal in die Kiste. Da ist wahrscheinlich die Krone drin. Ja. War ja klar. So, die Muschel. Wo ist die jetzt? Da. Mit der Perle. So, ein nützliches Objekt. Ein Seil. Ja, das brauchen wir ja wahrscheinlich auch noch, weil sonst geht ja die Dings, die Boje nicht. Schön, wir müssen das erst anbinden. Sonst wäre die uns ja gleich weggegangen, ne? So, jetzt nehmen wir hier... Zack. Ich frage mich nur, wie das Wasser aus der Boje rausgeht dann, weil das war ja vor ein Loch hier. Fertig, die Boje ist vorbereitet, um die Tiefseetauchkapsel anzuheben. So. Müsst ihr jetzt schon uns anheben, oder? So. Boje. Moment. Da ist der zweite Griff. Ja, und dann steigt das Ding an die Oberfläche. Jawohl. It's magic. So. Gut. Dann gehen wir nach oben und... Er ist schon ausgestiegen oder was? So, hier ist nochmal so ein Eugli. Noch einer fehlt. Wo ist denn hier noch ein Eugle? So, atme, atme. Nur ein Atemzug. Laura sagt, ich habe dies in einem Traum gerufen. Ich erinnere mich nicht daran, was ich geträumt habe. Aber als ich erwachte, war ich lange Zeit außer Atem. Aha. So, jetzt leuchtet sie aber wieder so komisch. Wollen wir noch mal gucken. Nicht, dass wir da wieder was sehen. Gut, das ist jetzt hier irgendwo... Gut, alles klar. Erledigt, dann haben wir wieder so eine Münze. Und das ist Eugli. So, das Unterseeboot. Ah, diesmal haben wir Tim gar nicht gesehen. Und der Wirbel wie aus Zauberhand verschwindet und wahrscheinlich... Ah ne, die Kugel haben wir trotzdem noch. Ist ja interessant. Naja, wir behalten die auf jeden Fall. Und jetzt sage ich aber wieder hier, weil wir am Ende sind. Wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn das der Fall ist, dann hinterlasst mir doch ein Like, einen Kommentar, macht ein Abo. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Lego.